Jo Leute, hier ist wieder euer Eierkopf und heute gibt es ein richtig krasses Video, denn wir werden heute einfach mal ein geheimes Gaming-Zimmer im Zimmer von einem kleinen Jungen bauen. Es wird unglaublich geil, Freunde. Abonniert auf jeden Fall den Kanal. Wir sind nämlich gerade bei Konstantin zu Hause. Anton hatte heute leider keine Zeit und es ist jetzt gerade 21 Uhr. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein und dann erzähle ich euch alles weitere. Zimmer. Guck mal, da ist so LED hinter dem Bett. Das sieht ganz gut aus. Also seine Mama meinte zu mir, dass Konstantin schon vor circa einer Stunde ins Bett gegangen ist. Meistens geht er so um 8 Uhr schlafen. Schau mal, wir sind jetzt hier gerade in seinem Zimmer. Hier sieht alles voll cool aus, so Lego Star Wars und so. Ey, und abonniert alle den Kanal, lasst einen Daumen nach oben, gleich prüfen wir einmal kurz. Okay, sehr gut. Und übrigens, Freunde, 3.2. 14 Uhr Clash Games.shop. Ich erzähle euch gleich mehr dazu. Ich glaube, wir bauen das Gaming-Zimmer hier unten. Ich sag euch, das ist eine geile Idee. Ich probiere das Gaming-Zimmer genau da unten zu bauen. Da vorne schläft Konstantin. Nee, okay, er schläft sehr gut. Ich gehe mal eben wieder in den Flur, weil ich habe unten im Wohnzimmer bzw. im Hausflur die ganzen Sachen vorbereitet, die wir gleich fürs Gaming-Zimmer brauchen. Die sind alle unten. Ich habe Süßigkeiten mit dabei. Die Playstation und einen Monitor natürlich wieder. Ich glaube, jetzt kann ich wieder ein bisschen lauter reden. Ey, Freunde, müsst so die Daumen drücken, dass ich nicht erwischt werde. Weil ich glaube, wenn Konstantin sieht, dass ich in seinem Zimmer einfach mal heimlich Fortnite spiele, boah, ich glaube, der rastet total aus. Okay, guck mal. Hier sind meine ganzen Sachen. Hier ist auch nochmal die Sachen vom Merch. Ey, ich hab's euch gerade schon gesagt. 3.2. 14 Uhr ClashGames.shop. Kommt einfach mal der Takis und Prime Merch raus. Der ist streng limitiert auf 500 Stück. Es gibt zu jedem Hoodie-Paket, was ihr bestellt, erstmal den Hoodie in sämtlichen Farben erhältlich. Nur zum Beispiel schwarz. Ich glaube, Konstantin hat sogar gerade einen an in blau. Gibt's eine handsignierte Autogrammkarte. Eine richtig coole Brotdose und es gibt ein einziges goldenes Ticket. Wenn du das goldene Ticket hast, dann komme ich persönlich zu dir nach Hause und wir nehmen einfach mal einen Tag zusammen ein Video auf. Ich bin 24 Stunden bei dir. Wir machen was richtig Cooles zusammen. Und jetzt tue ich mal ganz kurz mein Equipment hier rein und nehme als allererstes den Monitor mit. Ey Freunde, ich hoffe einfach, dass Konstantin nicht wach wird. Weil es wäre so witzig, wenn er dann irgendwann wach werden sollte. Dafür werde ich sorgen. Und wir dann einfach Fortnite in seinem Zimmer spielen. Und er davon nichts mitbekommen hat. Und zack. Er hat sich nicht bewegt von seiner Stelle. Ich mache die Tür mal wieder zu. Der Monitor schon da. Das ist so geil. Ey Freunde, stellt euch mal vor, ihr schlaft und auf einmal bin ich bei euch im Zimmer und zock einfach so heimlich eine Runde Fortnite. Würdet ihr da ausrasten oder würdet ihr euch freuen? So, jetzt habe ich hier noch meine Playstation. Hier ist die Playstation. Und gleich kommt die riesige Süßigkeitenkiste. Ich habe auch wieder alles mit dabei. Ich habe Takis mit dabei. Ich habe Prime mit dabei. Kinder Schokobon Crispy. Freunde, Playstation ist auch hier. Tür wieder zu. Ich glaube, ich lasse sogar die Kamera mal eben in seinem Zimmer stehen. Weil die Süßigkeitenkiste, die ist echt schwer. Die muss ich mit beiden Händen. Warte mal kurz. Okay, Freunde, ihr habt jetzt einmal Konstantin im Blick, okay? Nicht, dass der hier irgendwie doch wach wird. Ich bin gleich wieder da. Okay, Freunde, ey, Konstantin, auch ein richtiger Ehrenmann. Er hat einfach mal den Eierkopf-Merch gekauft und hat jetzt den Jahreskalender. Ich will mich nochmal umgucken, was es hier noch vielleicht Cooles in seinem Kinderzimmer gibt, bevor wir anfangen. Hier ist einmal eine Brawl Stars-Figur. Da ist ein Foto von Konstantin und mir. Und schau mal hier, sämtliche Merch-Karten. Schau mal, da. Ey, er ist ein richtiger Ehrenmann, sag ich euch. Schreibt alle mal in die Kommentare. Hashtag Konstantin ist ein Ehrenmann. Okay, was hat er hier noch? Guck mal, hat so einen krassen Groot. Guck mal, hier so Lego-Sachen. Hier hat er so eine Lego-Orchidee, so eine Minecraft-Spitzhacke, so ein Kopf. Aber ich darf keine Zeit verlieren. Weil im Endeffekt schläft er noch ein bisschen, aber trotzdem. Hier als erstes prüfen wir noch. Sind die noch
totaler Fan. Warte mal, ich teste mal kurz. Okay, Freunde, er schläft tief und fest. Das ist super. Okay, ich stelle jetzt mein Handy mal hier auf. So, jetzt geht's los. Also, wir haben erstmal die Brotdose. Hier den PS5-Controller und die ganzen Kabel. So, und schaut euch mal diese geile Süßigkeiten-Kiste an. Ich habe gerade echt Schiss, dass ich schon aufgeflogen bin. So, wir müssen anfangen. Ich habe den Monitor frei. Hallo? Ich glaube, Konstantin schnarcht gerade oder so. Alter, der ist voll am Pennen. Ey, ich sag euch, ich könnte ja auch eine Runde Fußball spielen, der will. Wach werden. Hier seht ihr jetzt, wie ich anfange, das Setup aufzubauen. Ich bin dann noch einmal kurz runter zu dem Papa von Konstantin, weil ich noch ein Verlängerungskabel gebraucht habe. Konstantin hat sich gerade anscheinend voll bewegt. Ich habe hier das Kabel. Alter. Ey, ich habe so Glück, ne? Ich sag euch das. Okay, wir müssen uns echt beeilen. Ich habe Angst, dass der gleich wirklich schon aufwacht. Okay. So, sehr gut, das Kabel geht genau bis hier. Der ist wieder voll am Schnarchen. Warte mal, ich piek's den mal damit. Digga, das war so laut. Nee, sieht gut aus. Der pennt. Okay, als nächstes die PlayStation. Warte, ich stell die Kamera wieder hin. Mit dem Verlängerungskabel konnte ich nun weiterbauen, PlayStation, Monitor und Controller anschließen und zwischendrin ein Schluck Prime Energy. Ich hole schon mal ein paar Süßigkeiten. So, darauf habe ich gleich Bock. Dann habe ich Bock auf eine Runde. Boah, auf die fette Packung Blue Heat. Guck mal. Boah, die wird so gefetzt gleich. Dann haben wir noch M&M's. Guck mal, boah. Alter, den Hot Chip. Eine Packung Quesos. Schläf wie ein Stein, das ist gut. So, M&M's. Dann doch mal hier eine andere Prime. Zack. Hier neben meiner. Bam. Okay, voll. Digga. Hey, ich dachte gerade ehrlich, es wäre jetzt vorbei. Sag mal ehrlich, ich glaube, die Konstantin boxt mich. Ich habe noch so einen Nacho und einen Dip. Voll geil, sage ich euch ehrlich. Habe ich alles bereit hergeholt. Dann haben wir hier noch Tronki. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass ich Internet brauche. Du musst uns gleich zu Konstantins Papa mal runtergehen. Ich gehe mal schnell runter. Freunde, ich frage mal kurz Konstantins Papa, ob der mir eben WLAN geben kann. Wir müssten drin sein. Fortnite spielen. Es muss klappen. Bitte, 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 bitte. Ja, also so ganz geheim ist das jetzt nicht. Starten drücken. Und seid ihr bereit? Bam! Und übrigens noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn ihr euch jemals was in Fortnite kaufen solltet, tragt alle Creator-Code ClashGames ein. Würde mich sehr freuen. Wir gehen mal auf X. Ja, Freunde, Creator-Code ClashGames ist drin. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal direkt in eine Runde Solo rein. Ich habe gar keine Ahnung. Ich bin ultra kacke geworden in Fortnite. Aber als allererstes fetzen wir jetzt mal eine Runde Kinder Creamy. Boah, mein Rücken tut auch weh. Ich sag euch, wer halt. Ich sterbe nicht, ich raste so aus, sag ich euch ganz ehrlich. Wir spielen hier Fortnite und da vorne pennt Konstantin. Digga.
wieder seinen Bären genommen. Also Freunde, ich wollte sagen, hier spiele ich Fortnite. Ben Konstantin. Ich probiere mal das Mikrofon an Konstantin ranzumachen, falls er gleich aufwacht, dass ihr ihn auch hört. Ich werde gleich bewusst einmal so richtig rumbrüllen. Ich will nämlich, dass Konstantin aufwacht. Bei mir habe ich voll Bock, seine Reaktion zu sehen, wenn er sieht, dass ich einfach so einen Gaming-Raum in seinem Zimmer gemacht habe. So, Freunde, ich habe das Mikrofon rangemacht. Weiter geht's. Jetzt seht ihr, wie ich Fortnite spiele. Ich bin, ja, nicht so gut. Aber es liegt auch an der PlayStation. Am PC bin ich deutlich besser, aber ein PC aufzubauen ist dann doch noch ein bisschen schwieriger. Dann bin ich auf einen Gegner sogar in Fortnite gestoßen und es passierte Folgendes. Bruder, ist irgendwo, er ist der Ultra, er ist der Endbot. Nein! Konstantin? Kevin, was machst du hier? Wieso spielst du hier Fortnite? Geh sofort raus, ich ruf die Polizei gleich. Ey, hallo, übertreib nicht. Willst du nicht noch in einem Mitspielen, wenn ich hier schon bin? Ich mach den Deal, okay? Wenn du mich nicht rauswirfst, wenn du mich nicht rauswirfst, dann darfst du dir davon eine Süßigkeit nehmen. Okay. Was sagst du dazu, dass ich einfach in deinem Zimmer bin und Fortnite spiele? Hast du es nicht gehört? Hast du mich die ganze Zeit nicht gehört? Weißt du überhaupt, wie viel Uhr es ist? Soll ich dir mal sagen? Lass mal, ich guck mal kurz auf dem Handy, Freunde. Okay, Freunde, ich habe gerade mal geguckt. Es ist nach 22 Uhr. Willst du mal eine Runde spielen? Du siehst total verwirrt aus. Hast du nicht schon Zähne geputzt? Komm, du kriegst sogar auch noch eine Prime-Flasche hier von mir. Bam! Freust du dich jetzt? Okay, komm, Konstantin. Ich würde sagen, du darfst es auch mal eine Runde spielen, wenn ich hier schon in deinem Zimmer bin. Ich habe gar keine Ahnung. Ich bin wirklich der Ultra-Noob Konstantin. Was sagst du eigentlich dazu, dass ich hier einfach bei dir bin? Ich dachte, du kommst doch noch gar nicht drauf klar, oder? Okay, Freunde, wir gucken mal, wie Konstantin sich schlägt. Ich setze mich mal zu dir, okay? Soll ich Mama mal Bescheid sagen, dass du wach bist oder lieber nicht? Also ich darf hier um so später Zeit und dann auch kein Fortnite spielen. Oh, okay. Okay, Konstantin, ich schau mal, ob du dich besser platzierst als ich. Ich war gerade ziemlich kacke, bin ich dir ja ehrlich. Ey, Freunde, schreibt mal in die Kommentare, wie hättet ihr reagiert an Konstantins Stelle? Er wollte zuerst Polizei rufen, aber ruf mal bitte keine Polizei, okay? Du darfst auch Süßigkeiten behalten, auf korrekte Basis. Gib Faust. Korrekt. Konstantin hat dann seine Runde gestartet. Ich habe nebenbei ein bisschen Geometry Dash gespielt. Und Konstantin hat es sogar sehr, sehr weit geschafft. Aber wie die Runde ausgegangen ist, seht ihr jetzt. Digga, es sind noch drei Leute. Da baut einer. Nicht schießen, nicht schießen. Oh mein Gott, es lebt nur noch ein anderer. Konstantin. Wo ist der? Da oben. Boah, das ist so ein Bauer. Du holst den, Junge! Er kommt. Er will mich. Nein! Ey, zweiter Platz! Oh mein Gott! Ey, Freunde, Konstantin hat das Ding fast geholt. Aber Konstantin, war witzig, was ich hier im Zimmer gebaut habe, im Gaming-Zimmer. Freunde, abonniert den Kanal und hast du noch einmal das Finale zu sagen? Mach das nie wieder. Das war voll der Kackschwitzer. Okay, tschüss!